Willkommen zu einem neuen Unboxing und zwar hier einmal der Unify U6 Long Range Wi-Fi 6 Access Point. Ich zeige euch mal hier einmal, sieht man nochmal hier Long Range. Müssen wir mal hier kurz gucken. Sogar hier mit getestet und passed, alles richtig, richtig cool. Hier sieht man nochmal die Modellnummer. U6LR. Packen wir mal das gute Stück hier aus. Hier haben wir Plastik. Und dann haben wir hier einmal einen Schutz nochmal, Plastikschutz. Und dann haben wir hier den Access Point. Der ist so sehr schwer, ungefähr 800 Gramm. Hier eine normale Hand. Steht hier nochmal Unify 6 drauf. Und dann haben wir hier unten auch mal die Specs. Hier haben wir dann nochmal die Anschlussdose. Ist hier alles gummiert, damit es auch ein bisschen wasserfest ist, sage ich jetzt mal. Power over Ethernet und der Reset-Knopf. Und das war es dann hier eigentlich schon. Hier ist dann natürlich noch eine LED drin, das leuchtet dann hier blau. Aber ansonsten hier oben Plastik, aber sehr, sehr wertig. Und hinten auch so eine Art Plastik. Aber alles sehr, sehr stabil, sehr, sehr fest, sehr hohe Qualität. Was haben wir denn noch hier drin? Und zwar haben wir hier einmal zum Anbohren wahrscheinlich Plastik oder beziehungsweise für abgehangene Decken. Hier sieht man dann auch nochmal eine Wasserwaage drin. Also wird es, ich vermute, zum Anmalen ist das hier. Aber auch sehr cool mit der Wasserwaage. Gehen wir mal weiter. Was haben wir denn noch mit da drinnen? Einmal ein Mountplate. Für ja, zum Montieren einfach auch sehr, sehr cool. Und dann machen wir weiter. Der Metallrahmen, also eins von beiden ist für abgehangene Decken, das ist aus Plastik mit der Wasserwaage, wird einfach nur zum Anmalen sein. Und dann hier nochmal das Zubehör. Boah, shit. Zum Befestigen. Hier ist mal noch was drin. Also hier ist alles Mögliche dabei, was man alles so braucht. Wirklich sehr, sehr professionell. Und am Ende haben wir hier dann noch Setup Guide zum QR-Code scannen. Und die Bedienungsanleitung. Mehr ist hier nicht drin. Das heißt, kein Power over Ethernet Anschluss sozusagen, wo man mit LAN reingeht, Stromversorgung anschließt und dann direkt in den Long Range hier reingeht sozusagen. Also man braucht wirklich einen Switch, der Power over Ethernet Plus hat. Oder man kauft sich nochmal, ich glaube, das kostet ungefähr 10 Euro. Nochmal dieser Adapter von Unify, packe ich euch alles unten in die Beschreibung rein. Genau. Sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Hier auch nochmal, ich glaube, das ist hier so eine Art MagSafe, wenn ich mich irre. Weiß ich jetzt gerade nicht. Bin ich jetzt auch überfragt. Oder, ja, es muss ja der sein, ja. Sehr cool auf jeden Fall, die ganzen Specs, also packe ich euch in der Videobeschreibung, ich möchte jetzt nicht lügen, aber es ist ja auch 4x4 Antennen sozusagen und im 5 GHz Bereich auch mit 2,4 Gigabit Übertragungsgeschwindigkeit. Aber das alles, seht ihr alles auf der Internetseite, da will ich mich jetzt hier nicht festnageln. Deshalb, das war das Unboxing. Links in der Videobeschreibung. Bin gespannt, wie es wird hier. Auf jeden Fall ist es immer wichtig, ein extra
Access Point zu haben und nicht alles über seinen eigenen Router, der sowohl Modem als auch Telefon, Dose sage ich jetzt mal, und Internet und WLAN in einem ist, ist es besser, dieses auszusourcen, sodass man jetzt hier den Access Point hat. Und dieser Access Point hat ja auch eigenen RAM und eigenen Prozessor. Deshalb ist er halt viel, viel leistungsfähiger. Und ja, dadurch habt ihr natürlich viel, viel schnelleres Internet. Kontrollieren tut man das alles über die über den Unify Controller. Das macht man einmal, richtet es ein und dann ist es halt so ein Standalone-Ding. Man kann aber auch den Unify Controller immer 24/7 laufen lassen, wie man das wünscht. Aber dazu gibt es noch ganz viele andere Videos auf YouTube. Deshalb, das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.